Hallo Freunde, ja, ich habe mir überlegt und jetzt, wie gesagt, habe ich doch ein Video wieder mal gemacht und da wollte ich noch mal erzählen. Ich habe ja heute wieder mal, ich mache das immer so 10 Minuten bevor ich gehe, also bevor ich die Endrunde mache mit meinem Hund, gucke ich mir noch mal kurz auf YouTube, was der so heute, dieser Paketlieferant, gemacht hat. Ja, und dann gucke ich mir das so an und dann ruft tatsächlich so ein Typ an, der nennt sich Stadtputin, und der spricht dann mit diesem Army und meint dann zu dem, wieso er immer gegen die Katholiken spricht, beziehungsweise er und sein Bruder. Er hätte schon den Bruder auch gesehen in anderen Foren, wo er darüber spricht. Dann meint der natürlich erstmal, ja, du kannst ja mit meinem Bruder, mit meinem Teufelsbruder reden, brauchst du dich doch nur da einzuloggen, dann kannst du mit ihm sprechen. Und ich selber mache eigentlich nichts gegen den Katholismus eigentlich, ich mache mehr so gegen den Islam. Dann meint dieser Stadt Putin, ja, dann ist, das finde ich ja gut, dass du das machst und so weiter. Damit will ich sagen, die sind kein Deut besser, diese Leute, die bei dem da sich melden oder mit dem reden, sind kein Deut besser als der selber. Wie gesagt, so, wenn es dann an seine Religion geht, dann ist er sauer. Wenn es aber gegen den Islam geht, dann ist ja gut, sagt er, dieser Idiot. Ja. Und warum mache ich eigentlich diese Videos? Ja, ich meine, ich habe die früher nicht gemacht, da hatte ich, war ich viel beschäftigt. Jetzt habe ich ein bisschen Ruhe durch den Bürgergeld, dank dem Bürgergeld auch. Ja, und dann stört mich natürlich das. Ich meine, schon als Kind hat mich das immer gestört, wenn ich so Ungerechtigkeiten gesehen habe. Weil dieser Amir, dieser Idiot, was erzählt er uns denn? Also wenn man seine Video anguckt, dann erzählt er dir immer über irgendwelche schwellenden Brüste, über diese Neunjährige, dass man dann Freunde da irgendwie stillen sollte, die Frau soll die Freunde stillen, und dann nennt er ein paar Nummern, die kann man nicht mehr verwenden für Lottozahlen. Ist halt so, also wie gesagt, er macht so eine Hetze, und gerade durch solche Hetze passieren manchmal Sachen, die nicht hätten passieren können, wenn zum Beispiel solche Idioten es nicht gäbe. Zum Beispiel, ich möchte erinnern an Marwa El-Sharbini, das war so eine Frau zum Beispiel, die mit ihren Kindern einen Spielplatz spielte. Und dann kam so ein Deutschrusse, der hieß Alex Wirms, und der hat die dann halt beschimpft. Und daraufhin wurde die Frau natürlich von so anderen Leuten motiviert, die Polizei zu rufen. Das hat sie dann gemacht. Und es kam dann später zur Gerichtsverhandlung. Und dann hat dieser Typ diese Frau praktisch erstochen. Und der Witz war dann noch, dass der Mann natürlich von dieser Frau auch im Gerichtssaal war. Der wollte dann helfen. Und mittlerweile kam die Polizei, sieht dann den eigenen Mann über die Frau und schießt dem noch ins Knie. Also, und das passiert durch solche Hetze. Ich meine, es ist doch schon mal schön, dass Deutschland zum Beispiel viele Flüchtlinge hilft. Das zeigt doch schon mal, dass so christliche Länder ein bisschen was Gutes in sich noch haben. Ja? Aber durch solche Idioten, ich verstehe nicht, warum da niemand, auch nicht von diesem Politiker, irgendwas tut. Ich meine, der bringt doch eigentlich nur Hass. Ja? Und man hört es ja auch, habt ihr schon mal gehört, dass er mal was Schönes gesagt hat über den Islam? Zum Beispiel. Es gibt so viele schöne Dinge. Ich habe euch ja ein paar erzählt, auch was den Tieren betrifft. Nein, stattdessen erzählt er heute auch da in so ein Ding, weil er wird gefragt, ob er sich vorstellen kann, vegan zu sein. Und er meinte, nee, bei dem vielen Hähnchen, was er frisst, niemals. Ja, und wenn man überlegt, die Ur jüdischen Christen, die ursprünglichen, die ersten, die waren sogar vegan, weil Jesus hat eigentlich
Tiere schützen wollen. Das wissen halt viele nicht, aber diese Papiere, außer ein paar Fragmente, sind eigentlich alle verschwunden. Und die ganze Geschichten, die dann darauf folgen, ist tatsächlich so, die wurden von Jahr zu Jahr zugefügt in der Bibel. Und ja, so ist es halt, ja. Und auch dieses mit Jesus ist Gott, das wurde festgelegt im Jahr 320. Und 60 Jahre später wurde dann zum Beispiel der Heilige Geist noch dazugenommen. Und wenn das nichts aussagt, und dieses Flavio Augustus, was er da immer nennt, ja, der hat da was aufgeschrieben, aber er selber hat in dieser Zeit ja gar nicht gelebt. Er hat nur vom Hörensagen irgendwas aufgeschrieben. Das sind seine Zeugnisse, seine wissenschaftlichen Zeugnisse, dieser Idiot. Also ich hätte ja am liebsten jetzt auch irgendwie so ein Wort benutzt, aber es gibt kein Tier, das ich annähernd so vergleichen könnte an die zwei da, an diese zwei Brüder. Ja gut, und alle, ich meine, man sieht hier schon an seinem Gelache da, sogar wenn er von Jesus oder sagt, Gott segne euch für die viele Geschenke, millionenfach zurückgeben soll der Gott sie. Und da sieht man, dass er eigentlich im Hintergrund ein Lächeln hat. Er tut das natürlich dann, er merkt das natürlich selber und sagt dann, ja, er tut ja nur Lächeln, weil er ja den Jesus in sich hat. Der Scheißdreck hat er in sich. Ich weiß zwar nicht, wo drauf er sitzt. Ja, sonst könnte ich ja sagen, ich weiß, was er in sich hat. Naja, das wollte ich halt mal gesagt habe. Und diese Wiedergeburt, alle anderen da, die denken, ah, mir, was soll ich tun, um das und das zu machen? Das ist ein Idiot, der hat es nicht mehr geschafft, als ein Lieferant zu werden. Und der tut sich die Zeit vertreiben da in seinem Bus. Und dafür braucht er euch halt, um dann natürlich sein Gehalt aufzubessern. Und ist klar, dass die Familie vielleicht nichts dagegen hat. Da denken, ja, mach ruhig, solange es so viele Idioten gibt hier in Deutschland. Ja, und wie gesagt, euch hilft auch nicht diese Wiedergeburt wieder, solange ihr den hört. Wenn ihr wirkliche Christen seid, dann würdet ihr ganz anders euch benehmen. Und dann würdet ihr verbieten, dass er solche Hassparolen gegen irgendeine andere Religion äußert. Okay, das war's für heute. Und ich gehe jetzt nach Hause und macht es gut und lasst euch den Kopf nicht waschen von diesem Idiot. Wie gesagt, es gibt kein Tier. Ich könnte nicht sagen, diese zwei Ratten oder diese zwei Schweine oder so, weil beides sind viel mehr wert als die. Und ich habe ja euch erzählt, zum Beispiel selbst Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, hat sehr viel für Tiere, für das Tierwohl gesprochen. Und selbst ich zum Beispiel, wenn ich manchmal, ist ja so, ich habe auch schon Fleisch gegessen oder esse es hin und wieder mal. Aber ich muss euch tatsächlich sagen, jedes Mal überlege ich dann, wer war dieses Tier und was hat er durchgemacht. Und diese Massentierhaltung, was es hier in Deutschland und in Europa gibt, das war zu Zeiten Mohammed verboten. Nur damit ihr es mal wisst. Also in diesem Sinne, schönen Abend und bis die nächsten Tage. Ciao.